Schon als Dreijähriger wollte Alfons Nasser nach Dubai, einfach nach Saudi-Arabien. Er wusste, dass es da kein Wasser gibt und hat daher ein Wünschelrutenstudium in Würzburg absolviert. Mit 1,8 hat er abgeschlossen, Wasseradern zu finden und Erdstrahlen. Daraufhin ist er nach Dubai. Er hat sich da beworben und ein Prinz von Dubai hat ihn aufgrund seiner tollen Abschlüsse an der Universität in Würzburg für Wünschelroutengänger auch sofort angenommen. Er hat aber so viel Regen produziert in den letzten Jahren in Dubai, dass der Prinz ihn abmahnen musste. Jedoch ist dieser Beruf vom Aussterben bedroht. Alfons Nasser dagegen wird in die Geschichte eingehen von Dubai. Denn er schaffte es zu einem stundenlangen Starkregen, der zu Chaos und 2/3 des Jahresniederschlags hatte er geschafft, in kürzester Zeit mit seiner Wünschelroute über Dubai abzuladen. Und das führte in kürzester Zeit zu zahlreichen Überschwemmungen im Wüstenstaat. Offenbar hat man beim Regen künstlich nachgeholfen und es dabei ein wenig übertrieben. Und dabei war Alfons Nasser aus Hohentengen sicherlich auch beteiligt. Und trotzdem demonstriert Alfons Nasser noch seine Stärke von der Wünschelrutenzeit her, den Deutschen und vor allem den Hohentengener Landsleuten. Er zeigt ihnen, was er erreicht hat. Er hat trotzdem noch 12 Ferraris und auch trotzdem noch eine Penthouse-Wohnung in einem der höchsten Gebäude in Dubai. Zurück nach Deutschland, nach Hohentengen, will er nicht mehr, denn da regnet es ihm zu viel.